Liebe Bernerinnen und Berner, seit 6 Wochen leben wir im Ausnahmezustand. Bleiben wir zu Hause ein bisschen zurückgezogen. Das hätten wir vorher nie gedacht. Aber das Ende kommt, die ersten Lockerungen kommen ja jetzt gerade. Wir müssen aber schon noch ein bisschen durchhalten. In den letzten 6 Wochen ist eine Ruhe über uns gekommen. Wir sind auch zur Ruhe gekommen. Die Schweiz konnte eine Pause machen. Man kann das positiv sehen. Wir konnten etwas ausruhen, durchschnaufen. Für viele, auch für mich muss ich sagen, war es aber gerade ein bisschen zu viel Ruhe gewesen. Zu viel Ruhe kann ja auch ein bisschen unheimlich und gespenstisch werden. Für viele, gerade hier in der Innenstadt für Geschäfte, ist die Ruhe natürlich auch bedrohlich geworden. In den nächsten Wochen wird es darum gehen, dass uns die Ruhe nicht lähmt, sondern dass wir Kraft haben tanken können, damit wir wieder Tritt fassen können, auch wirtschaftlich. Nächste Woche gehen wir zum Coiffeur und in 14 Tagen gehen die Schulen wieder auf. Tun wir uns auf die nächsten Schritte vorbereiten. Wir bleiben noch im Homeoffice, wir bleiben noch im Homeschooling. Genießen wir die letzten Tage von der Ruhe, um dann nachher säuferlich wieder zu starten. Überlegen wir aber auch, was wir aus den letzten 6 Wochen mitnehmen wollen. Wir reden viel darüber, dass soziale Innovation nötig ist. Ich glaube, in den letzten 6 Wochen haben wir viel davon gehabt. Mit Nachbarschaftshilfe, Generationensolidarität, Rücksichtnahme und Achtsamkeit. Da haben wir wirklich viel soziale Innovation erfahren und betrieben. Wir reden auch davon, dass wir uns digital transformieren wollen. Auch da haben wir einen Sprung machen. In Zukunft werden wir vielleicht einfacher und mehr Videokonferenzen machen. Wir können die ganzen digitalen Tools einsetzen, gezielter einsetzen und brauchen, zum Beispiel eure Schule. Wird die Welt sofort wieder so wie vorher? Gehen wir sofort wieder zurück in den alten Trott? Oder wird etwas bleiben? Wird sich etwas ändern gegenüber früher? Gewisse Regeln ändern natürlich nicht, die wir jetzt haben müssen lernen. Die Welt hat sich verändert und gewisse von diesen Massnahmen bleiben so erhalten. Abstand halten, Beschränkung von Personenzahlen. Grosse Events werden wir noch lange nicht machen können. Es liegt aber jetzt an uns, welche Innovationen das wir vorantreiben und mitnehmen wollen. Ich wünsche mir natürlich eine solidarischere, eine achtsamere Gesellschaft. Das können wir sicher aus den letzten 6 Wochen mitnehmen. Und ich glaube, noch etwas ist uns wirklich klar geworden. Unsere Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und wir brauchen gerade bei Corona ein sehr starkes Immunsystem. Und da hilft uns die Natur, unsere Gesundheit, unser Immunsystem zu stärken. Es gilt zwar weiterhin, bleibt daheim, befolgt die Regeln, aber geht um Gottes Willen auch an die frische Luft. Bewegt euch, geht in die Natur. Das ist das Beste für das Immunsystem. Schaut zu euch und bleibt gesund. Alles Gute, merci.